Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Store Update Video. Bevor ich jetzt aber gleich damit anfange, ihr habt heute mein Abo-Zocken mitbekommen und ich habe auch gesagt, ich warte dieses Abo-Zocken mal ab, warte, wie das abläuft und ob es dann mein letztes sein wird, ja oder nein. Ich möchte jetzt für alle, die das jetzt beim Abo-Zocken nicht mitbekommen haben, möchte ich euch sagen, das war nicht das letzte Abo-Zocken, denn Casey und Louis, meine zwei Mods, die haben sehr schön für Ordnung, für einen geilen Ablauf gesorgt. Deswegen verspreche ich euch jetzt hier, das war nicht das letzte Abo-Zocken und auch das nächste Abo-Zocken wird sicherlich nicht das letzte sein. Wenn wir das weiter in so einer guten Reihenfolge und in so einer Ordnung hinkriegen, wird das sicherlich noch eine Weile so gehen, auch wenn es irgendwann bei Apex sicherlich nicht mehr machbar ist. Wenn ich dann so 50, 60 Leute habe, die mitzocken wollen, dann ist der Punkt erreicht, da wird es für mich unmöglich. Aber heute lief das echt geil. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Stream. Danke an alle, die dabei waren. Und schade, dass vielleicht der ein oder andere es heute nicht geschafft hat. Das war es jetzt erstmal von meinem Dankeschön an euch auf jeden Fall. Danke speziell an meine Mods. Und jetzt legen wir direkt mal mit dem Store-Update los, da sind ein paar richtig geile Sachen dabei und ich wechsle mal direkt in den Store und zeige euch mal, was es Schönes heute alles zu kaufen gibt. Für die, die nicht wissen, warum ich das immer nur sonntags mache, Sonntag ist einmal komplett, der komplette Inhalt durch und deswegen mache ich das immer nur am Sonntag. Fangen wir direkt mal mit den vorgestellten Skins an und es gibt noch immer die Rabattaktion von 25% auf diesen Skin oder die 33% Aktion auf diesen Skin. Und wir fangen direkt mal mit dem Caustic an. Das ist meiner Meinung nach mein absoluter Lieblingsskin, noch vor dem Skin von der zweiten Season, dieser legendäre. Ich finde ihn einfach optisch geiler mit dieser Binde und dem ganzen Spaß. Das finde ich optisch einfach ultra geil. Göttliches Recht heißt dieser legendäre Skin. Ich glaube, Mo war es. Mo hat den Skin, der sieht live absolut ultra geil aus. Ohne Scheiß. Also wenn jemand Stammspieler bei Caustic ist, diesen Skin würde ich mir zulegen, definitiv. So, dann gibt es noch den Mirage-Skin, der Rächer nennt sich der. Ich stehe auf Schwarz-Gelb, deswegen würde ich diesen total geil finden. Mirage ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Stamm-Charaktere, wobei ich den mittlerweile doch gar nicht so verkehrt finde. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Skin passend. Ich zeige jetzt einfach mal aus Spaß aus dem Store. Ah ne, stopp, wo ist es? Loadouts, Sturmgewehre. Flatline, welches war's? Optisch dazu würde absolut geil, doch dieser Waffenskin passen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Kombination finden würdet. Ich finde sie mega geil. So, machen wir mal weiter mit dem Store-Update. Dann haben wir für 33% quasi 1200 Apex Coins für die Havoc Sonic Empire den Skin. Und hier bin ich so ehrlich, der flasht mich überhaupt nicht. Geschmäcker sind mal Gott sei Dank verschieden. Natürlich sieht er nicht verkehrt aus, aber meins ist es nicht. Und auch hier betone ich nochmal, für alle, die die Season 1 komplett den Battle Pass gelevelt haben, für den wird wahrscheinlich kaum ein Skin von der Havoc was Besonderes sein, außer der 100er oder der 110er Level Battle Pass Skin. Ohne Scheiß. So, exklusiv Variante von dem Sonic Empire Skin heißt der Polarisator. Den wiederum finde ich wieder deutlich geiler, sieht optisch ultra geil aus, also der würde mir sogar besser gefallen als der 110er Skin aus dem Battle Pass, bin ich so ehrlich, weil Gold übersieht man sich irgendwann kann man es halt nicht mehr sehen. Diesen roten Style, absolut geil mit den Verzierungen, ohne Scheiß, gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann haben wir für die Spitfire ein Skin. Das ist meiner Meinung nach einer meiner Lieblingsskins für die Spitfire. Jetzt habe ich aber schon zwei wahnsinnig geile Skins. Also einmal den Battle Pass Anfangs-Skin, der sehr, sehr geil aussieht. Den finde ich aber auch ultra geil. Aber der ein oder andere, der den schon gespielt hat, behauptet, dass man durch das Visier ein bisschen schlechter sieht. Kann ich nicht beurteilen. Es ist ewig her, als ich den Skin mal gespielt habe, weil die meisten jetzt mit dem Season Pass 2 Skin rumrennen. So, dann haben wir noch die Exklusivvariante. Wie immer eigentlich meist geiler. Auch hier finde ich die Variante in Gelb-Grün ein bisschen geiler. Jetzt nicht ultra geiler als die Standardvariante hier. Das Farbspiel hier und hier sieht einfach ultra. Ich finde die beide sehr geil. Aber den wieder ein Stück schöner, muss ich einfach sagen. Ja,
sind wir eigentlich mit dem Store-Update-Video schon wieder fertig. Das war's von mir. Wie gesagt, nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an alle, die heute so zahlreich beim Abo-Zocken dabei waren. Für dieses Video gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Bei mir kriegt ihr regelmäßig neue Updates. Wenn es neue Informationen, neue Patches gibt oder so, seid ihr bei mir auf der sicheren Seite, kriegt ihr relativ zeitnah immer ein neues Video von mir. Livestreams wie heute. Oder Kill Combinations. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Rest. So, Sonntag, einen schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.